Ja, also ich und mein Bruder haben ein Spiel designt und programmiert. Er hatte das Konzept eigentlich erfunden. Ich habe dann ein bisschen geholfen mit den Ideen und so. Und ja, das heißt Spirits. Das Spiel, die Idee war, dass es ein 2D-Spiel ist, mit so einem Labyrinth. Und darin sind gute und böse Geister verteilt. Die gute sollen dir etwas auf den Weg geben und die bösen muss man einfangen und zum Portal in der Mitte bringen. Das war unser Brainstorming-Blatt. Da haben wir schon eine Karte gemacht und ein bisschen Ideen gesammelt. Was wir alles geplant hatten, waren Charaktere und Hauptcharaktere, eine Map und eine Minimap, Effekte, Quests und Aufgaben, Story, Physik und Gravitation, Musik. Da haben wir noch ein paar Screenshots. Da ist eins vom Level Design. Da ein bisschen vom Script. Godot. Da ein bisschen vom Gameplay. Und ja, das ist auch Gameplay, einfach ein anderer Screen. Also das ist, was dann auftaucht, wenn man mit einem bösen Geist wenn man einen bösen Geist antrifft, dann muss man auf also so viel so klicken, damit so gut wie möglich auf 20% bleibt. Und da muss man aber auch das Geist dodgen, weil es kommt immer wieder von der Seite her und Und jetzt gebe ich euch eine kleine Demonstration, wie das Spiel funktioniert. Ja, da sind. Ja, und jetzt muss man eben klicken, damit es so nahe wie möglich zu 20% geht. Und dann, eben, ja, man muss aufpassen, dass das nicht passiert. Weil sonst bekommt man 10% weniger. Und ja, eben wie ihr seht, wenn ich einfach nichts mache, geht's runter und da passiert auch nichts. Aber ja, das Ziel ist, das dann zu 100% zu bringen und dann hätte man dann eben es eingefangen, das den Spirit. Danke fürs Zuhören und adios.